Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Der türkische Präsident Erdogan bleibt auf Konfrontationskurs zu Deutschland. Vor hunderttausenden Anhängern gestern Abend in Istanbul ging er die Behörden hart dafür an, dass er vor einer Woche bei der Demonstration in Köln nicht per Videoschalte zu seinen Anhängern sprechen durfte. Dazu bekräftigte Erdogan auch seine Haltung bei dem Thema, das für Berlin wie Brüssel als rote Linie in den Beziehungen gilt, der Wiedereinführung der Todesstrafe. Wenn das Parlament dafür stimme, werde er sich nicht dagegen sperren. Fragen wir nach bei Eva Lodde in Berlin. Ja, wie reagiert Berlin heute Vormittag auf den Erdogan-Auftritt mit seiner deutlichen Kritik an Deutschland? Ja, in Berlin ist man nicht besonders überrascht vom Ton Erdogans. Der ist ja nun mittlerweile fast Normalität geworden. Man sieht das auch sehr gelassen, dass er Deutschland dafür gerügt hat, dass er auf der Demonstration in Köln nicht reden dürfe. Das sei ja immerhin eine Entscheidung eines Gerichts gewesen. Da habe die Bundespolitik das überhaupt nicht zu kommentieren. Und auch die Tatsache, dass er erneut mit der Einführung der Todesstrafe, dass er gesagt hat, das werde er unterstützen, das nimmt man hier, gelassen will ich nicht sagen, aber man ist nicht überrascht davon. Das hat er ja in den vergangenen Wochen bereits öfters getan. Und solange die tatsächlich nicht eingeführt ist, werden auch keine Maßnahmen ergriffen. Aber die Bundesregierung hat heute noch mal bekräftigt, wird die Todesstrafe eingeführt, dann sei das die rote Linie. Dann werden die Beitrittsverhandlungen mit der EU abgebrochen. Aber es wird ja deutlich, Gespräche, Verhandlungen mit der Türkei werden immer schwieriger. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung da? Ja, weiterhin reden, reden, reden. Gestern ist deshalb auch der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Edra, in die Türkei gereist für 2 Tage, um eben die Gespräche mit der Türkei am Laufen zu halten und vor allen Dingen, um nicht nur Kritik zu üben, sondern um Solidarität zu zeigen. Das hat man wohl offensichtlich unterschätzt. So ist hier so ein bisschen die Erkenntnis. Die Bilder vom Wochenende haben noch mal gezeigt, wie emotional aufgeladen die Türkei ist nach dem Putsch, und da ist nun die Erkenntnis gereift, dass man da doch mehr Solidarität als bisher bekunden müsse. Danke für diese Informationen, Eva Lodde nach Berlin. Die Lage für die öffentlichen Kassen könnte nicht besser sein. Noch nie war das Steueraufkommen so hoch in Deutschland. Dank stabiler Konjunktur, Rekordbeschäftigung, Lohnsteigerungen und Firmengewinnen. Immer wieder werden deshalb Entlastungen für die Bürger ins Gespräch gebracht. Ein Thema für den heraufziehenden Bundestagswahlkampf. Die Mittelstandsvereinigung der Union hat große Pläne. Sie dringt auf eine Reform, die die Steuerlast bis 2020 um mindestens 30 Milliarden Euro verringern soll. Mehr Arbeit bedeutet mehr Einkommen, aber damit auch eine größere Steuerlast. Gerade bei mittleren Einkommen steigt der Steuersatz pro zusätzlich verdientem Euro schnell an. Das will die Mittelstandsvereinigung der Union ändern und stellt ihr Konzept für den Wahlkampf vor. Es geht im Kern darum, dass diejenigen, die Leistungen erbringen, dafür auch vernünftig entlohnt werden. Die zusätzliche Stunde Arbeit lohnt in Deutschland kaum noch und Familien spüren zu wenig Entlastung. In 3 Schritten soll das Steuersystem verändert werden. In 2018 soll zunächst die Werbungskostenpauschale verdoppelt werden. 2019 sollen die Steuersätze bis zu einem Verdienst von 53.665 Euro zudem abgesenkt werden. Der Spitzensteuersatz würde dann erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro greifen. In einer 3. Stufe ab 2020 soll der Grundfreibetrag für Kinder auf den Wert für Erwachsene angehoben und das Kindergeld erhöht werden. Die Opposition bezeichnet den Plan als unrealistisch. Das, was im Augenblick vorgerechnet wird, heißt, dass von den Steuermehreinnahmen, die prognostiziert sind, 1/3 an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben wird. Das klingt gut, aber es ist eine Luftnummer, weil dieses Drittel ist gar nicht vorhanden. Das ist im Bundeshaushalt vom Haushaltsminister Schäuble schon lange ausgegeben. Aus dem Bundesfinanzministerium will sich niemand konkret zu den Plänen äußern. Allerdings sieht man hier durchaus Spielräume für Steuerentlastungen. Diese Übernahme sorgte für Kontroversen und offenbarte, dass Globalisierung eben keine Einbahnstraße ist. Chinesen übernehmen ein deutsches Traditionsunternehmen, den Roboterhersteller KUKA aus Augsburg. Technisches Know-how einer innovativen Firma würden verloren gehen, ausgerechnet an die Chinesen. Das war und ist die Befürchtung vieler.
Aber trotz aller Vorbehalte, das Geschäft ist durch. Heute gab der chinesische Midea-Konzern offiziell bekannt, dass man nun fast 95% der KUKA-Anteile halte. Die Roboter sind vielseitig und können verschiedene Aufgaben übernehmen. Sie werden zum Beispiel in der Automobilbranche eingesetzt. Die KUKA AG gilt als Vorreiter und Vorzeigeunternehmen, wenn es um das Thema Industrie 4.0 geht. In China ist der Einsatz von Robotern im internationalen Vergleich gering. Der Haushaltsgerätehersteller Midea hat es deshalb auf das Know-how der Augsburger abgesehen. Ursprünglich hielten die Chinesen 13,5% an KUKA. Der Konzern bot den Anteilseignern Mitte Mai 115 Euro pro Aktie. Nach Ablauf der Frist hält Midea nun 94,55%. Experten sehen darin nicht nur Nachteile. KUKA verspricht sich in China einen großen Wachstumsmarkt. Dennoch könnte Midea mittelfristig Know-how aus Deutschland abziehen. Also die Gefahr, dass dieses Know-how nach China abwandert, gibt es mit Sicherheit. Nur darf man nicht vergessen, das Entscheidende ist nicht das Know-how von gestern, das in Patenten steckt, sondern das Know-how der Zukunft, das man also morgen erst schaffen wird. Das heißt, worauf es am Ende ankommt, sind natürlich die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Und da hat eben KUKA eine hervorragende Mitarbeiter in Augsburg. Mitte Juli wurde dort ein neues Entwicklungs- und Technologiezentrum eröffnet. Ein Signal für den Standort Deutschland? Midea hat angekündigt, bis 2023 nicht an den Arbeitsplätzen zu rütteln. Was danach geschieht, ist offen. Und damit an die Börse zu Sissi Heidmanek. Ja, was bedeutet dieser Deal für KUKA an der Börse? Das bedeutet eines ganz gewiss, nämlich dass der Roboterhersteller KUKA den zweitgrößten Index, nämlich den MDAX, verlassen muss. Denn die Regeln der deutschen Börse sehen vor, dass mindestens 10% der Aktien im Streubesitz, also frei verfügbar an der Börse sein müssen, wenn ein Unternehmen in den großen Indizes sein will. Und das ist jetzt dann nicht mehr der Fall bei KUKA, sodass die Aktie schon in 2 Tagen aus dem MDAX fallen müsste. Allerdings ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass Midea wieder Anteile abstößt nach der Übernahme. Viel zu viele Aktionäre haben der Übernahme nämlich zugestimmt. Das ist auch für Midea sehr teuer geworden. Und außerdem möchte der Konzern, dass KUKA weiter an der Börse notiert bleibt. Also das wird noch spannend bleiben. Wir schauen doch auf den DAX. Der ist im Plus mit 0,9% bei 10.455 Punkten aktuell und damit auf dem Jahreshöchststand. Danke, Sissi Heidmanek nach Frankfurt. Heute ist Erdüberlastungstag. Was heißt das? Genau heute hat die Menschheit alles aufgebraucht, was die Natur innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Alles, was wir jetzt noch verbrauchen, geht zum Beispiel auf Kosten überdüngter Felder, überfischter Meere und gigantischer gerodeter Waldflächen. Das Netzwerk Global Footprint hat errechnet, dass die Weltbevölkerung beim heutigen Verbrauch 1,6 Planeten bräuchte, um mit den natürlichen Ressourcen auszukommen. Wäre die Erde ein Ballon, würde sie heute platzen. Denn ab heute sind nach Berechnungen von Umweltschutzorganisationen alle nachhaltig nutzbaren Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Ökologisch gesehen leben wir ab sofort also auf Pump. Wir können natürlich der Erde diese Schulden, die wir im Prinzip machen, wenn wir jedes Jahr mehr verbrauchen, als sie regenerieren kann, nicht zurückzahlen. Das heißt, wir leben auf Pump, wir verbrauchen sozusagen die Atmosphäre, die Böden stärker, als sie sich regenerieren können. Das geht dann zulasten der künftigen Generationen. Vor allem Industrieländer wie Deutschland überlasten durch hohen CO2-Ausstoß in Verkehr, Energie und industrieller Landwirtschaft die Erde. Dazu kommt der extrem hohe Flächenverbrauch für die Fleischproduktion. Würden alle Länder wirtschaften wie Deutschland, man bräuchte 3,1 Erden, so die Umweltschützer. Der Klimawandel betrifft vor allem Länder des globalen Südens, die eh schon schwächer sind, wirtschaftlich schwächer sind, von der Entwicklung her weniger weit entwickelt sind wie beispielsweise Deutschland. Das heißt, was wir hier machen, was wir hier nicht machen, das geht alles auch auf Kosten der Länder des globalen Südens. Die Beschlüsse des Weltklimagipfels von Paris hätten zwar Hoffnung gegeben, doch deren Umsetzung sei bisher enttäuschend. Gefragt sei aber auch jeder Einzelne mit seinem Handeln im Kleinen, um den Druck von der Erde zu nehmen. Am 8. August 2014, heute vor 2 Jahren, griffen die USA mit Flugzeugen in den Kampf gegen die Terrormiliz IS ein. Eines der Ziele, die irakische Stadt Ramadi, damals vollständig in den Händen des Islamischen Staates. In der Region gibt es nach wie vor Gefechte, aber aus Ramadi wurden die IS-Kämpfer inzwischen vertrieben. Unser Korrespondent Volker Schwenk hat die Stadt besucht. Ramadi im Irak ist von der Terrormiliz IS befreit, aber ein Trümmerhaufen.
Im Februar hatten irakische Streitkräfte die Stadt vom sogenannten Islamischen Staat zurückerobert. Einige Bewohner sind in ihre Häuser zurückgekehrt. Vor allem durch Luftangriffe der US-geführten Anti-IS-Koalition wurden große Teile Ramadis zerstört. Natürlich sind wir trotzdem für die Bombardierung dankbar, sagt diese Frau. Wenn die Koalition den IS nicht angegriffen hätte, dann wären unsere Armee und unsere Polizei machtlos gewesen. Es war der Wille Gottes und die Stärke der Koalition mit ihren Flugzeugen. Vor genau 2 Jahren hatten erstmals US-Kampfjets die Terrormiliz im Norden des Irak und später auch im benachbarten Nordsyrien angegriffen. Der IS hatte zuvor Mossul erobert und bedrohte Zehntausende Jesiden, die vor ihm ins Sinjar-Gebirge geflohen waren. In Syrien haben seither kurdisch-arabische Milizen mit Unterstützung der Koalition vom IS große Gebiete an der syrisch-türkischen Grenze zurückerobert. Im Irak ist die Terrormiliz unter anderem aus der Jesidenstadt Sinjar im Norden und auch aus ihren Hochburgen Fallujah und Ramadi im Westen des Landes vertrieben. Ein Sieg gegen den IS scheint heute, 2 Jahre nach Beginn der Koalitionsangriffe, möglich. Doch wo immer die Terrormiliz vertrieben wurde, liegen Städte in Trümmern. Bei einem Bombenanschlag vor einer Klinik in der pakistanischen Stadt Quetta sind nach Behördenangaben mindestens 50 Menschen getötet worden. Die Polizei spricht von mehr als 50 Verletzten. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bisher unklar. Dem Innenminister der Provinz zufolge soll es sich bei dem Anschlag um ein Selbstmordattentat handeln. In der Region gibt es immer wieder Angriffe der Taliban, aber auch anderer sunnitischer Extremisten. Ein seltener Anblick in Tokio, dieser unglaublich schnellen Millionenmetropole. Wo sonst hektisches Treiben alles andere überlagert, bleiben Menschen plötzlich stehen und hören zu. Der ebenso seltene Anlass, eine Fernsehansprache des japanischen Kaisers Akihito. Inzwischen 82 Jahre alt, ließ er die Untertanen nun wissen, dass seine Kräfte nachließen. Auch wenn er nicht konkret von einer Abdankung sprach, interpretieren viele genau diese Absicht aus seiner Rede. Der Kaiser spricht direkt zum Volk. Da halten selbst geschäftige Tokioter inne. Der Tenno denkt laut übers Aufhören nach. Einfach abdanken, das lassen die Gesetze des konservativen Hofamtes nicht zu. Ein langer Abschied. Vor einigen Jahren, nach 2 Operationen, da spürte ich, dass meine Fitness nachlässt, auch wegen meines Alters. Ich bin besorgt, dass es für mich schwierig wird, meine Aufgaben als Symbol des Staates mit voller Kraft zu erfüllen, so wie ich das bis jetzt getan habe. Gern würde der 82-Jährige wohl Platz machen für seinen ältesten Sohn Naruhito mit dem Segen der Untertanen. Ich fühle mich geehrt durch seine Rede. Ich finde es gut, dass er seine Wünsche so kundtut. Er wird irgendwann sterben und deshalb sollte er jetzt noch eine entspannte Zeit haben. Der Kaiser ist qua Verfassung politisch machtlos. Akihitos Anliegen ist offenkundig. Nun ist die Regierung am Zug. Ich nehme die Äußerungen ernst und werde darauf reagieren. Angesichts der Pflichten des Kaisers, seines Alters und der Last des Amtes müssen wir schauen, was wir tun können. Mögliche Lösung, der Sohn könnte als Regent die Amtsgeschäfte übernehmen, nicht aber den Kaisertitel. Den behielte Akihito bis zu seinem Tod. Und alle Seiten hätten ihr Gesicht gewahrt. Und die Tagesschau meldet sich wieder im Mittagsmagazin um 13 Uhr. Ihnen allen einen schönen Nachmittag.